Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Oder wie ich es letztens immer so schön gesagt habe, Mac is back. Wir haben hier wieder eine kleine kulinarische Spinnerei aus dem Dutch Oven. Und zwar habe ich hier einen griechischen Metaxa-Pfundstopf für euch zubereitet. Was mit dieser Spinnerei auf sich hat, was ich mir da wieder einfallen habe lassen und wie wir das alles gemacht haben, das seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich willkommen im neuen Jahr, mein erstes Video. An dieser Stelle, McAllister wünscht allen Abonnenten und die dieses Video gucken, ein erfolgreiches, gesegnetes Jahr 2021. Ich habe meinen Foodtruck geschlossen bis zum 7.1., bis im Betriebsurlaub, der erste jetzt seit 31. Oktober, seitdem wir aufgemacht haben. Und die Zeit werden wir natürlich auch intensiv nutzen, dass wir ein paar Videos drehen. Wie im Intro erwähnt, wir machen heute einen Pfundstopf auf griechische Art. Und was wir dafür alles brauchen, schauen wir uns jetzt hier im Einzelnen erst einmal an. Wir arbeiten uns einfach mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Hier hinten haben wir Gulasch und Hackfleisch, jeweils gemischt von Rind und Schwein. Wir haben hier Eiweiß, das ist eine Paprikapaste. Wer möchte, kann ja auch frische Paprika verwenden, aber wer meinen Kanal kennt, weiß, Paprika ist bei mir eher die Seltenheit, denn ich bin jetzt so der Paprika-Fan, aber hier als Paste völlig legitim für mich, so mag ich's. Dann haben wir hier Schweinebratwürste, da werden wir uns dann später nur das Brät rausholen, wo wir brauchen werden. Wir haben hier ein schönes Stück Schweinespeck bzw. Bacon. Dann haben wir Zucchini, wir haben Tzatziki, Metaxa brauchen wir, gehört auch in so ein griechisches Gericht einfach mit rein. Wir haben Champignons, gewürfelten Feta-Käse, dann haben wir hier schwarze Oliven, ein paar Tomaten, Zwiebeln. Dann haben wir das Greek Spice Gewürz von der Grill Show, das passt hier heute wie die Faust aufs Auge. Und wir haben ein bisschen eine Sahne. Schaut alles recht viel aus, ist es auch, denn von jeder Zutat ist es, wie es der Name schon sagt, bei Pfundstopf ein Pfund. Manche Sachen ist weniger als ein Pfund, aber das könnt ihr alles aus meinem Rezept unten in der Infobox entnehmen. Und wir haben ein paar Sachen zum Vorbereiten und damit starten wir jetzt. Im ersten Step haben wir jetzt unsere Zwiebeln geschält und die könnt ihr euch jetzt einfach zerkleinern. Ich werde die einfach Achteln, ne, Sechzehnteln, keine Ahnung, kann gerade nicht rechnen. Auf jeden Fall in so Stücke hier schneiden, dass wir hier so kleine Teile hier rausbekommen. Also ich habe nachgerechnet, wenn wir es halbiert, haben wir die Hälfte, wenn wir es nochmal halbiert, haben wir ein Viertel und wenn wir die Viertel nochmal halbiert, haben wir Achtel. Also der Richtigkeit halber, wir achteln unsere Zwiebeln und die werden wir uns hier in die Schüssel geben. Bei unseren Tomaten machen wir das ganz genauso, beziehungsweise da werden wir es nicht achteln, sondern da werden wir die Hälften nochmal sechsteln. Also ihr seht, das ist hier schon fast der Mathekurs, von dem her lasse ich es jetzt einfach hier gut sein. Als nächstes kommt unsere Zucchini, da werden wir uns die Enden wegschneiden. Und auch hier schauen wir, dass wir uns schöne mundgerechte Stücke hier rausschneiden, also Hälften halbieren und dann beliebig groß schnibbeln. Dann kommt unser Bacon dran, das sind auch 500 Gramm und da werden wir uns so gute 1,5 cm Streifen hier rausschneiden. Und von diesen Streifen werden wir uns nochmal schöne mittelgroße mundgerechte Streifen rausschneiden. Als nächstes haben wir dann unsere Champignons, das sind auch 500 Gramm, da fühlt man sich dann schon ein bisschen verarscht, also schau ich das mal an. 500 Gramm Hackfleisch, 500 Gramm Champignons, also proportional stimmt es irgendwo nicht so zusammen, aber 500 Gramm sind 500 Gramm und auch unsere Champignons, die werden wir uns vierteln, halbieren, macht was immer euch da am liebsten ist. Wir halten uns gar nicht lange auf, wir schnappen uns unsere Bratwürste, entfernen den Darm und schauen, dass wir an das Brät innen drin hinankommen. Ich bin gerade noch am überlegen, wie ich eine Verbindung zu Griechenland und Bratwurst herstellen soll, aber ich werde wahrscheinlich keine finden. Egal, ich wollte einfach Bratwürste verwenden und das Brät werden wir uns nehmen und einfach zu so schönen kleinen Kugelchen formen. Und wenn wir dann schon beim Kügelchenrollen sind, machen wir auch gleich bei unserem Hackfleisch weiter. Dem verpassen wir jetzt so einen kleinen griechischen Touch, indem wir hier ein griechisches Gewürz drüber geben. Wie erwähnt, ich nehme das Greek Spice von Onkel Johnny. Da geben wir einfach großartig was dazu und werden das Ganze dann mal schön vermengen.
Und aus dem Hackfleisch werden wir uns dann ebenfalls kleine Kugelchen drehen. Und das war's dann auch schon an Vorbereitungsarbeiten. Ist heute ein bisschen was man da zu tun hat, aber ihr könnt das Ganze natürlich auch bei euch innen drin in der Küche vorbereiten. Müsst euch nicht in die Kälte stellen, so wie ich. Aber was macht man nicht alles für ein authentisches Outdoor-Cooking-Video? Ja, und ich habe jetzt eine Zeit lang überlegt, welchen Dutch-Ofen ich heute verwenden werde. Also es schwankt ein bisschen zwischen dem DO9 und dem DO12. Mittlerweile glaube ich, wir könnten das Ganze tatsächlich in den DO9 hineinbekommen. Im DO12 wird das Ganze dann einfach bloß drin flacken und ja, es soll ja trotzdem bei so einem Pfundstopf alles ein bisschen so geschichtet sein. Wir werden das Ganze einfach mal ausprobieren. Ich räume jetzt hier mal schnell ein bisschen zusammen, bereite mein Setup vor und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Dann kommen wir schnell zum Setup. Ich werde heute den Dutch Ofentisch von Barbecue Toro verwenden. Ursprünglich wollte ich heute mal die neuen Kohlen von Barbecue Toro ausprobieren. Die haben jetzt auch Kokosbriketts auf den Markt gebracht, aber ich finde sie nicht mehr. Ich habe da auch schon eine Idee, wo sie hingekommen sein könnten, denn zu meiner Eröffnung von meinem Foodtruck war der Barbecue Bär ja zu Gast und den habe ich mal so einen ganzen Schwung an sämtlichen Kohlen, wo ich hatte, einfach mitgegeben. Warum und wieso ich das gemacht habe, das werdet ihr in, ja, sage ich mal, ein, zwei Wochen erfahren. Vielleicht auch schon, wenn ich das Video herausgebracht habe. Ich denke auch, obwohl ich es nicht wollte, ich werde ihm die Toro Briketts da auch mitgegeben haben. Also bleibt nichts anderes da übrig. Ich habe schon ein bisschen was an der Reserve da. Wir benutzen heute die Greek Fire. Jeder kennt sie, der meinen Kanal eigentlich regelmäßig verfolgt. Und der Anzündkamin ist auch schon am Vorglühen. Ja, und dann hätte ich gesagt, wir widmen uns unserer Hauptsache hier und werden anfangen, dass wir unseren Pfundstopf bestücken werden. Also wie wir da jetzt am sinnvollsten anfangen, da möchte ich keine Wissenschaft draus machen. Ich habe mir einfach ein Schema überlegt und zwar möchte ich schauen, dass ich unten so viel Flüssigkeit wie möglich zusammenbringe. Deswegen werden wir hier auch den gemüsigen Part zuerst hineingeben. Also als unterste Schicht verwenden wir unsere Zwiebeln, gefolgt von unseren Tomaten. Die werden dann schön Saft unten abgeben. Ich mache dann einfach weiter mit dem Gulasch. Das werden wir hier auch verteilen. Als nächstes gebe ich jetzt dann meinen Bacon mit dazu. Also da sieht man mal, wie unterschiedlich das alles sein kann, wenn man da überall 500 Gramm hat. Und die Mengen unterscheiden sich hier trotzdem gewaltig. Gefühlt mehr Bacon als alles andere. Als nächstes geben wir jetzt die Zucchini dazu. Und mein Gefühl sagt mir, da könnte man jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen Kräuter von Onkel Johnny mit drauf geben. Macht sich bestimmt super. Dann kippen wir jetzt unsere Champignons mit drauf. Das Ganze sieht jetzt richtig viel aus an Champignons, aber die Champignons werden natürlich einiges auch an Wasser lassen. Und die werden noch ordentlich einfallen. Ja, der Platz wird langsam knapp hier drinnen. Als nächstes dann unsere Oliven. Die sind rein optional, aber zu Griechenland passen für mich einfach Oliven wie die Faust aufs Auge. Dann haben wir hier noch unsere Fleischbällchen. Sowohl Hackfleisch als auch Bratwurst. Auch die werden wir hier nochmal schön verteilen. Ja, und prinzipiell ist der Topf eigentlich schon voll. Aber viel ist es nicht mehr, was rein muss. Oder vielleicht auch doch. Denn wir haben jetzt noch unseren Feta-Käse. Auch den werden wir hier einfach zwischen den Lücken schön verteilen. Beim Feta weiß ich noch nicht, wie sich das verhält. Im besten Fall überschmilzt das alles mit der Oberhitze, die wir drauf geben werden. Aber wenn es ganz dumm läuft, wird einfach nur flüssig und setzt sie komplett unten ab. Aber das werden wir sehen. Und während man beim normalen Pfundstopf jetzt hier einfach Barbecue-Soße drüber kippt und ein bisschen Sahne, werden wir das Ganze heute etwas griechisch gestalten. Jetzt mache ich den Topf hier mal schnell weg und stelle mir hier noch ein Schüsselchen her. Denn wir haben ja noch unser Eiwar. Das ist für mich mein Paprika-Ersatz, weil ich habe es euch ja am Anfang gesagt, Paprika ist nicht unbedingt so mein Ding. Ihr könnt es auch gerne als ganze Paprika dazugeben. Ich benutze eben die Paprika-Paste. Dann, ob es schmeckt, ich weiß es nicht, aber ausprobieren werden wir es auf jeden Fall. Und auch, um ein bisschen knoblauchigen Part mit dazuzugeben. Unser Tzatziki, auch das sind 500 Gramm.
Und wie soll es anders sein bei griechischen Gerichten? Der Metaxa, da werden wir auch einen großzügigen Schluck hier mit dazugeben. Wenn das alles schön verrührt ist, geben wir dann noch einen Becher Sahne mit dazu und die rühren wir dann auch nochmal schön vorsichtig unter. Und wie soll es anders sein, nochmal einen Hauch von unserem Greek Spice. Und Leute, ich glaube, das Ganze wird eine richtige Hausnummer. Das könnte alles sehr, sehr geil werden. Dann ist der Dutch Oven wieder da und wir werden jetzt vorsichtig unsere Soße hier drüber laufen lassen, in der Hoffnung, dass sie schön einsickert. Ja, und dann müssen wir nur noch schauen, dass wir unseren Deckel hier einmal drauf bekommen. Und der passt drauf. Also nach oben hin im Deckel haben wir auch noch ein bisschen Platz. Ja, und dann hätte ich gesagt, warten wir, bis unsere Kohlen durchgeglüht sind und dann geht's weiter. Dann haben wir es endlich geschafft. Unsere Kohlen sind durchgeglüht. Ich habe schon fast vergessen, wie lange sowas dauern kann, bis so ein Anzündkamin einfach mal durchgeglüht ist. Und wir werden jetzt einfach unsere Kohlen hier auf unserem Dutch-Ofentisch verteilen. Ja, wie viele Kohlen das jetzt sind, ich habe es nicht gezählt. Ihr könnt es gerne durchzählen, wenn es wollt. Aber ich mache da schon lange keinen Heckmeck mehr draus. Ich werde mal einfach hier gut die Hälfte an Kohlen beiseite stellen. Den Rest werden wir hier in der Mitte verteilen. Dort werden wir jetzt unseren Dutch Oven drauf positionieren. Und der hat ein paar Kilo heute. Und das sieht schon mal gut aus. Und den Rest der Kohle werden wir dann einfach hier oben mit drauf geben. Wie lange der Pfundstopf jetzt dauert, ich kann es schwer einschätzen. Ich schätze mal 3 Stunden werden wir sicherlich brauchen. Ob die Kohlen hier dann auch ausreichen werden, das werden wir sehen, müssen wir beobachten. Und dann bleibt für uns nichts anderes zu tun, außer zu warten. Ich werde jetzt ins Warme reingehen, werde mir eine Kanne Tee hinterschwemmen, dass ich wieder warm werde, denn mir ist richtig arschkalt. Und ja, wie gesagt, also wie lange effektiv dauert bei der Menge, was wir da drin haben, ich kann es nicht sagen. Meine einzige Befürchtung, was ich jetzt habe, ist, durch das, dass er wirklich so vollgeklatscht ist und alle Zutaten ordentlich Wasser lassen werden, dass das Ganze hier überlaufen könnte. Wie gesagt, am Ende der Garzeit werde ich euch berichten, wie sich das Ganze dann hier verhalten hat. Ob es doch Sinn macht, dass man einen größeren Dutch-Ofen nimmt oder einfach sagt, man nimmt jetzt nicht von jedem 500 Gramm, sondern vielleicht nur 400 Gramm. Da werden wir aber am Ende dann ein Fazit ziehen. Genug gelabert. Wie gesagt, wenn das alles hier fertig ist, sehen wir uns wieder. Da wird es dann aber leider wahrscheinlich dann schon dunkel sein. Bis nachher. Willkommen zurück. 2,5 Stunden sind jetzt vergangen und wir haben jetzt noch ein bisschen Tageslicht und ich habe gesagt, wir machen jetzt einfach hier ein schnelles Finish. Sollte das Fleisch noch nicht ganz durch sein, ich kann es dann auch nochmal schnell auf die Herdplatte stellen für eine halbe Stunde, Stunde. Auf jeden Fall, ich möchte das Ganze nur bei Tageslicht abdrehen und ich habe hier oben auch schon die restlichen Kohlen runtergenommen, auch schon mal ganz kurz reingelunzt und was ich da drin gesehen habe, das zeige ich euch jetzt, aber wir stellen das Ganze jetzt erstmal hier auf den Tisch rüber. Und dann dürft ihr euch das auch mal angucken und jetzt nicht erschrecken. Also, wie ich es am Anfang schon vermutet habe, da ist richtig viel Saft, Suppe und so weiter ausgetreten. Also das Ganze gleicht hier eher einer ja, sehr, sehr flüssigen Suppe anstatt einem Pfundstopf. Aber was hier geruchlich einen in die Nase strömt, also ein Spektrum, das so ziemlich alles abdeckt, was richtig, richtig geil ist. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich einfach sagen soll, ich schöpfe hier etwas von der Soße raus. Oder ich lasse es einfach, was da jetzt sinnvoll ist, das Beste ist, das kann ich so leider nicht sagen. Deswegen werde ich mir jetzt einfach hier einen Schöpfer mal hier rausnehmen, greife bis ganz unten rein. Also unten der Käse ist auf jeden Fall nicht angebrannt. Der ist anscheinend einfach nur komplett geschmolzen hier in unserem Sud drinnen. Ja, und ich hoffe, dass ich hier alles irgendwo ein bisschen erwische. Das Zeug schaut richtig durch aus. Ne, und also geruchstechnisch absolut gigantisch, Freunde. Ja, und ich hätte gesagt, dann probieren wir das Ganze und kommen dann zu einem Fazit.
Ja, und dann heißt es guten Appetit. Also bei solchen eisigen Temperaturen wie heute ist es jetzt richtig angenehm, wenn man da so was Schönes, Warmes in den Bauch bekommt. Und ja, dann lassen wir es uns mal schmecken. Ich fange an mit so einem Stück Gulaschfleisch. Hervorragend, Leute. Absolut hervorragend. Bevor ich was sage, ich probiere noch hier mein Bratwurstkügelchen. Also Leute, so kann man definitiv ins neue Jahr starten. Das erste Dutch Oven Gericht und schon gleich wieder so einen Hammer. Was hier an Geschmäcker aufeinander prallt, das ist absolut gigantisch. Also wir haben ja wirklich jede Geschmacksnuance, die man sich nur vorstellen kann, von wirklich salzig, würzig bis fruchtig, und in Summe, wie das alles hier eingeköchelt hat, das ist absolut empfehlenswert. Wo ich etwas skeptisch war, war bei der Soße, wo wir hier Tzatziki und Eiweiß und Sahne hier nur zusammen verrührt haben mit dem Metaxa. Aber was da wirklich an Geschmack in dieser Soße hier entstanden ist, grandios. Vielleicht würde es Sinn machen, wenn man sagt, man würde diese Soße jetzt noch ein bisschen andicken. Gut, man müsste halt jetzt hier drin ewig rumrühren und so weiter und so fort, ob das Sinn macht. Es ist halt dann einfach wirklich ein fleischiges Süppchen, also ich kann mich kaum neu erinnern, wie es eigentlich beim richtigen Pfundstopf damals war, ob das da auch alles so flüssig, süffig war, aber ich denke ja, weil im Endeffekt hast du ja die gleichen Zutaten und es wässert ja alles irgendwo. Aber hier kommt einfach so dieser griechische Touch einfach leicht durch, zum Teil auch von den Kräutern, die wir da dazugegeben haben, von der Grillshow, das Gewürz. Und ja, Zucchini gibt jetzt nicht so viel Geschmack ab, aber was ich finde, was richtig cool kommt, sind die Oliven. Die hinterlassen einfach nochmal so einen richtigen Geschmack. Also wer Oliven mag, sollte die hier auf jeden Fall mit hinzufügen. Und ansonsten tun Bacon und Fleisch, Hackfleisch und Bratwurst ihr Übriges. Also ein absolut gelungener Start ins Jahr 2021. Wer den ganzen Topf essen soll, ich weiß es nicht. Meine Frau, die wird davon nichts probieren, weil das ist nicht so ihr Ding. Meine Kleine wird da nichts davon essen. Deswegen hoffe ich, dass der Schwiegervater sich jetzt dann opfert und da rüberkommt, bis sie was isst. Und ansonsten werden wir das Ganze einfach ein bisschen aufteilen, weil damit kriegt er locker 10 bis 15 Mann satt. Also das sollte überhaupt kein Problem sein. Ja, und ich hätte einfach gesagt, wir kommen zum Ende vom Video. Mir frieren die Hände hier wirklich gewaltigst ein und ich muss schauen, dass jetzt wieder reinkommen. Ich hoffe, das Video zum Jahresbeginn hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze jetzt so ein bisschen abgeändert hättet, dass da nicht gar so eine flüssige Pampe entsteht. Vielleicht habt ihr da Ideen, wie man das anders machen könnte. Vielleicht auch für Leute interessant, die das Video da mal schauen und in einem Jahr noch in den Kommentaren vielleicht irgendwas suchen. Ja, und wie dem auch sei, also ich bin einfach raus für heute. Werden wir dieses Töpfchen jetzt schmecken lassen. Sagt danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.